In diesem Video setzen wir die US-Wahl in Beziehung zur astrologischen Zeitqualität der Jupiter-Pluto-Konjunktion am 12. November 2020 im Steinbock und zu ihren möglichen Auswirkungen. Es gibt auch eine kurze Rückblende auf unser Prognosevideo von 2020 und wir werden uns zur mundanen Astrologie im Allgemeinen äußern. Also, bis gleich! Brotherhood of the Eternal Light – Ausbildung in den westlichen Mysterien. Während wir dieses Video erstellen, ist die Jupiter-Pluto-Konjunktion am 12. November 2020 bei 22 Grad Steinbock fast da. Und die US-Wahlen sind entschieden, ein guter Zeitpunkt für eine kurze Rückblende. 2019 sagten wir: Bei einer Konjunktion von Pluto und Jupiter verbinden sich Radikalität, Pluto, mit Herrschaft und Weltanschauung, Jupiter. Das astrologische Prinzip des kompromisslosen Strebens nach dem Besten und nach Vollkommenheit von Pluto vereinigt sich mit der Ordnung, den Werten und den politischen und religiösen Anschauungen von Jupiter. Das ist im Grunde genommen die aktuelle Zeitqualität, die wir genau am Donnerstag haben und die sich bis jetzt aufgebaut hat. Wenn wir einen Blick auf die Schlagzeilen dieser Tage werfen, können wir verschiedene Prioritäten erkennen, die derzeit von der Presse zu verschiedenen Themen wahrgenommen werden. Während sich beispielsweise der designierte Präsident Joe Biden auf die Empfehlung, Masken zu tragen und auf die Einrichtung eines Covid-Expertenrats konzentriert, haben andere noch Zweifel an den Wahlergebnissen und sind dafür, diese anzufechten. Wir können sehen, dass es Konflikte und unterschiedliche Ansichten darüber gibt, was als das erstrebenswerteste Ziel angesehen wird und natürlich darüber, wer der Regierende, hier der Präsident, sein sollte. Das ist nicht überraschend, denn die Konjunktion findet im Zeichen des Steinbocks statt. Wo Jupiter im Fall steht, können wir erwarten, dass die kompromisslose Suche nach Vollkommenheit von Pluto sich durch starrsinnige, strebsame, gierige, egoistische oder opportunistische Werte ausdrückt. Möglicherweise auch durch Machtmissbrauch, Tyrannei und Fanatismus. Dies waren unsere Interpretationen für die aktuelle Konjunktion aus 2019, die auf dem klaren und präzisen Verständnis der Planeten- und Tierkreiszeichen in der kabbalistischen Astrologie basiert. Wir fragten auch: Werden wir am oder um den 12.11. herum bezüglich der Wahl oder der Präsidentschaftskandidaten noch eine Überraschung oder überraschende Enthüllungen erleben? Wie wird Trumps Wählerbasis auf das Wahlergebnis und die neueren Entwicklungen reagieren? Während wir dieses Video erstellen, haben wir noch nicht Donnerstag, den 12., aber die Zeitqualität hat sich entsprechend unserer Prognosen entwickelt und wir können all dies in der Presse wiedergespiegelt sehen. Am 7. November sahen wir Bilder von Menschen, die die Abstimmungsergebnisse nicht akzeptierten. Nun stellt die Presse fest, dass die Wahl für einige vielleicht unerwartete Herausforderungen oder vielleicht auch nicht so unerwartete Herausforderungen mit sich bringt und bei anderen feste Grundsätze stärkt. Doch all dies bleibt nicht ohne Widersprüchlichkeiten und auch nicht ohne die Einführung neuer Vorgehensweisen, die nicht unkritisch hingenommen wurden. Wir können sehen, dass wenn Pluto mit dem im Fall befindlichen Jupiter eine Konjunktion bildet, die Zeitqualität Sorgen und Ängste hervorruft und unabhängig davon, als wie wahrscheinlich einige von ihnen betrachtet werden, sie da sind und die von uns prognostizierte Zeitqualität ausdrücken. Es gibt auch neu aufgekommene Zweifel und auch neue Mutmaßungen und neue Verlautbarungen. Wir sehen den bevorstehenden Ereignissen und auch der großen Konjunktion im Dezember mit großem Interesse entgegen. Vielen Dank auch für die Kommentare zu unserem Video über die Konjunktionen von Pluto, Saturn und Jupiter im Steinbock vom 27. Dezember 2019. Ihr habt einige interessante Fragen aufgeworfen und nun werden wir einige davon beantworten. Eine Frage, die mehrmals in unterschiedlicher Form gestellt wurde, war: Und warum geht ein spiritueller Kanal in die Politik? Ich kam hierher, um die Kabbala zu studieren. Wir gehen in die Politik, weil wir die mundane Astrologie diskutiert haben, bei der es um die Zusammenhänge zwischen Astrologie und großen mundanen Ereignissen geht. Das heißt, es geht vor allem um Politik. Deshalb müssen wir die Politik erwähnen, ob es nun um Wahlen, Kriege, Klimawandel, Pandemien oder andere Themen geht.
Es geht uns nicht darum, Partei zu ergreifen, sondern einen übergeordneten Standpunkt einzunehmen. In der mundanen Astrologie erstellen wir Prognosen nach astrologischen Konstellationen, wobei wir die präzisen Interpretationsmethoden der kabbalistischen Astrologie verwenden. Und ja, wir treten für bestimmte Grundwerte ein, darunter Ethik und Wahrhaftigkeit von Politikern, aber wir fordern sie von allen beteiligten Parteien. Da du zum Studium der Kabbala hierher gekommen bist, am kabbalistischen Lebensbaum gibt es spirituelle Konzepte namens Sephirot, die die darunterliegenden Existenzebenen beeinflussen, zu denen auch die astrologischen Kräfte gehören. Die Mundanastrologie und die Astrologie im Allgemeinen haben also sowieso spirituelle Quellen. Wenn du mehr erfahren möchtest, sieh dir unser Einführungsvideo zur kabbalistischen Astrologie an. Ein anderer Kommentar, den wir erhalten haben, war folgender. Kabbala.de. Was heißt nicht gefallen? Das hier ist eine Ansammlung von einseitigen linksgrün-politischen Aussagen, die hier nicht hingehören. Wiederholtes Trump-Bashing und Bezeichnung der demokratisch legitimierten AfD als rechts. Greta-Quatsch mit steigendem Meeresspiegel ernst genommen. Unseriös. Dieser Kommentar wirft uns vor, politische Erklärungen abzugeben, aber er enthält selbst politische Erklärungen, indem er uns als linksgrün bezeichnet. Wie auch immer. In der mundanen Astrologie, die wir hier besprechen, gehören Weltanschauungen und Politik tatsächlich hierher. Insbesondere bei einer Jupiter-Pluto-Konjunktion, in der der Jupiter für genau das steht, Herrschaft und damit Politik und Weltanschauungswerte. Und ja, wegen einiger seiner Taten kritisieren wir Präsident Trump. Inzwischen tat dies sogar Fox News. Die AfD ist demokratisch legitimiert, aber das heißt nichts. Das war die NSDAP auch. Dass die AfD rechtspopulistisch ist, zum Teil sogar rechtsextrem, ist allgemein bekannt. Sie wurde nicht umsonst vom Brandenburger Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt. Der steigende Meeresspiegel wird von Wissenschaftlern ernst genommen. Als Astrologen und spirituelle Menschen bevorzugen wir einen achtsamen und wertschätzenden Umgang mit der Natur und lehnen Wissenschaft und logisches Denken nicht ab. Wir haben uns diese beiden Kommentare zum Beantworten ausgesucht, weil einige Leute denken, dass es uns als Astrologen oder spirituelle Menschen nicht erlaubt wäre, über Politik zu sprechen. Wir sind der Meinung, dass es uns erlaubt ist und dass wir dies tun sollten. Und wir streben danach, dies von einem höheren Standpunkt aus zu tun. Das heißt, wir setzen politische und soziale Ereignisse in Beziehung zu den aktuellen astrologischen Konstellationen. Astrologen haben das zu allen Zeiten getan. Und tatsächlich ist genau das, was die ersten Astrologen ausschließlich gemacht haben. Wenn du mehr über die präzise Kunst der kabbalistischen Astrologie erfahren möchtest und darüber, wie du selbst genaue Prognosen erstellen kannst, dann freuen wir uns, dich bei den kommenden Webinaren zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Abonniere unseren Newsletter, um als einer der Ersten die Einzelheiten und genauen Zeiten zu erfahren. Link in der Beschreibung. Möchtest du mit uns aus astrologischer Sicht auf 2020 zurückblicken und möchtest du auch unsere astrologischen Prognosen für 2021 kennenlernen? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um diese bald erscheinenden Videos nicht zu verpassen. Bis bald!